Nein, 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 nein. A bombing post. A bombing post, ja. Ich wollte damit sagen, dass du einen kleinen Penis hast. Ich bin überzeugt davon, dass der Haneke diesen Podcast hören wird. Das ist sein Lieblingspodcast. Yeah. Indigoschen. Richtig Indigoschen. Also, was? Verarschst du mich gerade? Oh, keinen Ökofaschismus, please. Klagten die Statue wegen Mordes an. Das ist cool. Illegale Abba-Partys in Nordkorea. Und 100.000 Leichen. Was für ein Bitch-Move. Ich finde, es ist jetzt Zeit, den Paul zu canceln. Sie hören den Lazy Generation Podcast. In jeder Folge lese ich, Paul Gruber, einem ahnungslosen Gast eine kuriose Begebenheit aus der Weltgeschichte vor. Viel Spaß! Die Hust-Intros oder Speib-Intros sind schon wesentlicher Teil der Intro-Kultur dieses Podcasts geworden, was ich sehr appreciate. Das gehört dazu. Ja, es gehört dazu. Ich bin... irgendwie muss ich mir noch eine vernünftigere Lösung für die Platzierung des Mikrofons überlegen. Warte, weil so muss ich die ganze Zeit von dir weggedreht sprechen. Vielleicht. Ah, for fuck's sake. Okay. Fuck you. Man. Turn off your phone. Ja. Hi, liebe. Goddamn shithead. Ja. Goddammit. It's okay, it's my podcast. Gut. Hallo, lieber Philipp. Grüß Gott, servus. Scheiß Papierkorb, fick. Ah, so. Ich glaube, die heutige Folge wird sich sehr im Zeichen des Fluchens befinden. Oh, jetzt ziehe ich mein Audio-Interface da weg und haus weg, das ist nicht gut. Sehr im Zeichen des Fluchens und Schimpf-Fans bewegen. Was einfach nur Tagesverfassungsding ist. Vielleicht muss ich das noch ein bisschen mehr so, dass ich, ja, yes, this will work. Yes. Lieber Philipp, kennst du Konrad Kujau? Noch nie gehört. Ausgezeichnet. Konrad Kujau wurde am 27. Juni 1938 in Löbau, Landkreis Görlitz, im deutschen Bundesland Sachsen geboren. Oh, Sachsen. Ja. Fängt schon gut an. Ist eine wunderbare Sache. Oh, wunderbar. Beim Luftangriff auf Dresden im Jahr 1945, im Februar 1945, wurde die Familie Kujau auseinandergerissen. Daraufhin verbrachte Konrad Kujau seine Kindheit und Jugend in einem Waisenhaus, bis die Familienmitglieder im Jahre 1951 wieder zusammenfanden. Naja, kann man nicht unbedingt sagen, dass er seine Jugend im Waisenhaus verbrachte, wenn er mit 13 wieder zusammen. Ja, es waren die 50er, die Leute sind früher. Da war alles ein bisschen anders. Da war alles ein bisschen anders, alles ein bisschen schneller. Es schneller erwachsen werden müssen. Wobei ich in der Folge mit der Lara letztens, wo ein 15-Jähriger schon irgendwie 3 Jobs hat. Ich meine, du bist 13, du kannst schon in der Mine arbeiten. Das stimmt. Du passt in den Schacht. Ja. It's called minor for a reason. Fuck you. Das ist oftmals bereue ich es, dass dieser Podcast nicht immer auf Englisch ist, weil meine Puns erheblich besser sind auf Englisch. Kujau absolvierte die Volks- und Oberschule in seinem Heimatort. Dort war er bereits während der Schulzeit zeichnerisch tätig und veröffentlichte unter anderem Karikaturen in verschiedenen Publikationen wie der Sächsischen Zeitung, der Jungen Welt, der Zeitschrift Frösi oder dem Eulenspiegel. Durch schwunghaften Verkauf von Autogrammkarten mit täuschend echt nachgemachten Unterschriften damaliger DDR-Politiker besserte er sein Taschengeld auf. Holy shit. Yeah. In der Zeit nach dem Abitur 1956 bis zum Juli 1957 war er an der Kunstakademie Dresden eingeschrieben. Chester ist sagt Hallo zum Chester, liebe Zuhörer. Miau. Jetzt leckt er sich ab. Das ist gut, das macht keine Geräusche. Zumindest nicht im Mikrofon hörbar. War er an der Kunstakademie Dresden eingeschrieben. Danach ging er aus der DDR nach West-Berlin. 1958 begann er ein Studium an der Kunstakademie Stuttgart. In dieser Zeit lernte Kujau von Kunstmalern und Restauratoren, denen er zur Hand ging. 1961 brach er sein Studium ab und betätigte sich selbst als Künstler. Zusammen mit seiner damaligen Lebensgefährtin Edith Lieblang lebte er in Bietigheim-Bissingen. Was sind das alles für Namen? Ich meine, es ist Deutschland, ne? Es ist Deutschland. Ja. Das ist, warum wundere ich mich überhaupt?
Am 6. Januar 1980 lernten der Industrielle und Nazi-Devotionaliensammler Fritz Stiefel und der Hamburger Sternreporter Gerd Heidemann einander kennen. Heidemann wollte Stiefel einige Dinge aus dem früheren Besitz Hermann Görings verkaufen. Der Kontakt entstand über einen Augsburger Sammler, der versuchte, einen Käufer für Heidemanns Yacht zu finden, die sich einst in Hermann Görings Besitz befunden hatte. Nazi-Yacht. Ja, es ist, du bist erfolgreicher Reporter und kaufst dir die Yacht von Hermann Göring. Ja, warum nicht? Because why the fuck not? Got the cash. Buy some Nazi stuff. That's it. Der versuchte, einen Käufer für Heidemanns Yacht zu finden, die sich einst im Besitz von Hermann Göring befunden hatte. Heidemann hatte sich mit der Renovierung der 28 Meter Motorjacht Karin II völlig übernommen. 1973 hatte er sie von einem Bonner Druckereibesitzer für 160.000 Mark erworben. Zusammen mit den Renovierungskosten waren nun 250.000 Mark Schulden aufgelaufen und Heidemann wollte die Yacht gewinnbringend verkaufen. Stiefel kaufte Heidemann die Erinnerungsstücke von Göring ab, hatte aber an der Yacht kein Interesse. Bei diesem Treffen zeigte Stiefel Heidemann etwas, das als nicht weniger als eine Sensation bezeichnet werden konnte. Ein Tagebuch Adolf Hitlers. What? Aus dem Jahr 1935. Heidemann bot spontan 1 Million Mark und lernte ganze Passagen des Tagebuchs auswendig. Oh mein Gott. Den Namen des Lieferanten nannte ihm Stiefel nicht. Ja, dieser Heidemann ist ein bisschen zu close zu Nazi-Geschichten. Also er ist ein bisschen sehr interessierter junge Mann. Er ist so dieser klassische Typ, den du in der Schule hast, der sich ein bisschen zu sehr für deutsche Panzer interessiert. Also, und für Tagebücher. Ja. Hey, aber hast du mal gesehen, was der für eine Umdrehungskraft hat? Und alles? Ja, es ist mir scheißegal, es ist ein Nazi-Panzer. Kann so viele Sowjetsoldaten zermatschen. Genau, cool. Ganz, ganz super. Ja, ja, trotzdem finde ich die Nazis irgendwie nicht so cool. Nein, ich weiß nicht. Der Lieferant war ein gewisser Konrad Fischer, den Stiefel 1974 kennengelernt hatte und der ihm in der Folgezeit die unterschiedlichsten Devotionalien aus der Zeit des Nationalsozialismus, darunter angebliche Werke Hitlers wie Handschriften, Zeichnungen und Gemälde, verkauft hatte. Weder Heidemann noch Stiefel wussten damals, dass es sich bei Konrad Fischer um niemand anderen als den zu Anfang erwähnten Konrad Kujau handelte. Er hatte das Hitler-Tagebuch, einen Halbjahresband, der den Zeitraum Januar bis Juni 1935 umfasst, im November 1975 geschrieben. Weil, weißt du, du hast eine künstlerische Ausbildung, dir ist Fahrt, was machst du? Du fälschst ein Tagebuch von Hitler. Du kannst eh schon Unterschriften fälschen. Schon lange, seit deiner Kindheit machst Might du das. Might as well. Wirklich. 1 Million Mark hat er dafür abgestaubt. 1 Million Mark spontan angeboten. Ja. Ich meine, klar, wenn du als Reporter einen glaubhaften, aus einer glaubhaften Quelle das Tagebuch von Hitler angeboten bekommst. Natürlich denkst du dir zunächst mal, wow, wenn das echt ist, fuck yeah. Aber es war nicht echt. Und es sollte noch ihn, den Heidemann, sehr teuer zu stehen kommen. In einem Konsumladen in der DDR erwarb Kujau dazu ein schwarzes Notizheft, in das er das Tagebuch schrieb. Auf den Einband klebte er die goldfarbenen metallenen Initialen FH in gotischer Schrift. Ironischerweise hatte Hitler die gotische Schrift als Standardschriftart im Deutschen Reich vehement abgelehnt. In einem nicht öffentlichen Rundbrief von 1941 ließ Hitler verbreiten, Zitat, die sogenannte gotische Schrift als eine deutsche Schrift anzusehen oder zu bezeichnen ist falsch. In Wirklichkeit besteht die sogenannte gotische Schrift aus Schwabacher Judenlettern. Oh Gott. Genau wie sie sich später in den Besitz der Zeitungen setzten sich die in Deutschland ansässigen Juden bei Einführung des Buchdrucks in den Besitz der Buchdruckereien und dadurch kam es in Deutschland zu der starken Einführung der Schwabacher Judenlettern. Judenlettern? Okay, ja, yeah, I don't want no Jew letters in my media. Damn, damn them, no more.
Kujau hatte sich für die Initialen FH entschieden, weil ihm der Buchstabe A in dem passenden Schrifttypensatz Engravers Old English Normal fehlte. You gotta be true. Ich meine, hat's trotzdem gemacht. Hab kein A, nehm mal ein F. Na, Felix Hitler. Felix Hitler. Friedrich, I don't know. Verschwundene Tagebücher von Hitlers Cousin aufgetaucht. Friedrich Hitler. Wir machen uns alle Sorgen um Cousin Adolf. Welchen? Es gibt so viele. Stattdessen nahm er einfach ein großes F. Dieses Werk überließ er Fritz Stiefel zur Ansicht. Im Frühjahr 1978 begutachtete der Historiker und ehemalige Mitarbeiter des Hauptarchivs der NSDAP, August Prisak, die vermeintlichen Hitler-Dokumente. Im November desselben Jahres erhielt der Historiker Eberhard Jeckel Kopien von 72 angeblichen Hitler-Dokumenten aus Stiefels Sammlung. Der erste Band des Tagebuchs wurde Jeckel im September 1979 bei einem Treffen mit Stiefel und Fischer vorgelegt. Für ihn war das Tagebuch eine, Zitat, Sensation. Zitat Ende. Gerd Heidemann erwog eine Vermarktung ohne den Stern. Er war in Kontakt mit einem niederländischen ehemaligen Waffenhändler und Finanzier aus der Ölbranche, der den Erwerb der Tagebücher vorfinanziert hätte. Außerdem wandte er sich wegen einer möglichen Zusammenarbeit an den britischen Autor und bekannten Holocaust-Leugner David Irving. Good guy. The best man. Genau der Richtige für sowas. Oh Gott. Thomas Walde, der Leiter des Ressorts Zeitgeschichte beim Stern, überzeugte ihn jedoch davon, die Tagebücher für und mit dem Stern zu beschaffen. Monatelang versuchte Heidemann erfolglos, den Händler der Tagebücher ausfindig zu machen. Kujau hielt sich bewusst im Hintergrund, da ihm der Stern politisch zu links war. Es ist so, er hat die Tagebücher gemacht, weißt du, und nicht nur aus irgendwie, also nicht ausschließlich aus Jux und Tollerei oder Geldgier. Der Typ war auch schon ein bisschen zu sehr in diesem Milieu unterwegs. Ein kleines bisschen. Ein kleines bisschen, ja. Heidemann recherchierte daher zunächst die Fundgeschichte der Tagebücher. Am 21. April 1980 traf sich das Ressort Zeitgeschichte des Stern auf der Göring-Yacht Karin II, die Heidemann noch immer nicht hatte verkaufen können. Dabei, niemand will die Yacht von Hermann Göring. Nicht warum für 250.000 Mark? Was soll das? Aber warum? Why not? It's Hermann Görings Yacht. Ein Schnäppchen. Kauf es. Schau, in diesem Bett da hat Hermann Göring gefickt. Sign me up. I want to fuck there too. Genau. I want to step into his... Never mind. Never mind. Not, no footsteps. Nein. Dabei wurde unter anderem auch über die Hitler-Tagebücher gesprochen. Heidemann erhielt bei dieser Besprechung den Auftrag, die Tagebücher zu suchen. Im September desselben Jahres bekam Heidemann einen Hinweis, dass ein verschollenes Flugzeug bei den Tagebüchern eine wichtige Rolle spielen sollte. Eine von Major Friedrich Anton Gundelfinger geflogene Junkers JU-352. Lachst du über den Namen Gundelfinger? Gundelfinger. Ich will ist so heißen. Philipp Gundelfinger. Geh mir sofort zum Magistratsamt und ändern meinen Namen auf Gundelfinger. Auf Gundelfinger. Ich will, dass meine Kinder so heißen. Ich will, dass mein das. Kind Friedrich Gundelfinger heißt. Friedrich Gundelfinger, ja, wow. Nicht anders. Das auch wenn es ein Mädchen auch ist. Ein Mädchen ist. Oh no. Ich gehe dann noch mit der Freddy Gundelfinger auf ein Date. So, okay. Eine von Major Friedrich Anton Gundelfinger geflogene Junkers JU-352 sollte mit mehreren Personen und angeblich geheimem Material an Bord aus dem eingekesselten Berlin ausgeflogen und im Bayerischen Wald verunglückt sein. Bei seinen weiteren Recherchen kam Heidemann auf Börnersdorf in der ehemaligen DDR als tatsächliche Absturzstelle der Junkers 352. Heidemann fuhr daraufhin zu diesem Ort, wo er tatsächlich die Gräber von Gundelfinger meine Tochter, nein! Es wird nicht weniger lustig und anderen beim Absturz verunglückten Soldaten fand. Gundelfingers okay, reiß dich zusammen, Paul. Professionalität. Okay. Nicht ins Mikrofon blasen außerdem, aber das darüber müssen sich meine Zuhörer damit ärgern. Nee. Das Flugzeug war auf dem Flug von Berlin nach Bayern bei einer versuchten Notlandung in Heidenholz bei Börnersdorf auf einen Acker zerschellt. Bei seinen Recherchen in der DDR wurde Heidemann von Thomas Walde,
ich habe vergessen mal, ah ja, Leiter des Ressorts Zeitgeschichte und Offizieren des Staatssicherheitsdienstes begleitet. Auf diese Weise in der Glaubwürdigkeit der Existenz der Tagebücher bestärkt, versuchte Heidemann Ende November 1980 erneut über Jakob Tiefentäler, den Kunstsammler, der ihm Fritz Stiefel vorgestellt hatte, Kontakt zu Fischer aufzunehmen. Dabei erhöhte Heidemann das Angebot auf 2 Millionen Mark für Kopien der Tagebücher. Uff. Diese Summe nannte Heidemann ohne Wissen und Genehmigung des Verlags. In dem Gespräch gab Tiefentäler Heidemann den Namen des Lieferanten, Fischer, preis. Danach suchten Walde und Heidemann vergeblich nach Fischer in Stuttgart und Umgebung, denn Kujau lebte unter der Adresse seiner Lebensgefährtin Edith Lieblang. Über einen Brief von Tiefentäler erfuhr Kujau vom Angebot des Stern. Nach mehreren Wochen Bedenkzeit signalisierte Kujau Interesse und Heidemann bekam die Telefonnummer der Firma Lieblang. Daraufhin rief Heidemann am 15. Jänner 1981 Fischer an. Fischer. Beide vereinbarten ein Treffen, das dann am 28. bzw. 29. Jänner 1981 stattfand. Heidemann informierte Kujau über seine Recherchergebnisse in der DDR, die dieser wiederum geschickt in seine Geschichte von den Hitler-Tagebüchern einbaute. Mein Gott, dieser Mann! Was ist los in Balls diesem Mann? Balls of fucking Steel. Der lügt wie gedruckt und druckt wie gelügt. Ja. Also Respekt. Und schreibt wie gedruckt. Und schreibt wie gedruckt und schreibt wie gelogen und ja, hitlert und wie Göring. Hitlert wie Hitler. Und ja. Göringt wie Hitler und, ja, und ja, ja. Kujaut wie, I don't know, der Chester. Kujaut wie Fischer und Fischert wie Kujaut. Heidemann sah sich dadurch noch weiter in der Recherche und der Existenz der Tagebücher bestätigt. Naja, ich meine, klar, wenn dir jemand sagt, ja, ja, absolut richtig, hundertprozentig. Ja, dann glaube ich ihm sofort. 2 Millionen Mark, bitte. Ja, ja. Kujau vertraute Heidemann an, dass die Tagebücher über seinen Bruder, der Generalmajor bei der Nationalen Volksarmee sei, in den Westen kämen. Oh no. Tatsächlich war Kujaus Bruder Gepäckträger bei der Deutschen Reichsbahn. Das ist so gut. Ist almost the same. Ja, ich meine, er ist im offiziellen Dienst tätig. Ja, ja, und er trägt Sachen, also das ist schon sehr nah. Er ist für den Transport wichtiger Güter im offiziellen Dienst tätig. Früher war ich eine arme Putzfrau, heute bin ich eine einkommensschwache Raumpflegerin. Ja, ja. Auch seinen Schwager, einen angeblichen Museumsdirektor, wob er in die Tagebuchlegende mit ein. Um die Beschaffer der Tagebücher nicht zu gefährden, müsse die Herkunftsgeschichte geheim bleiben. Von den insgesamt 27 Tagebuchbänden würden sich 3 in der Bundesrepublik und 3 in den Vereinigten Staaten befinden. Kujau, alias Fischer, versprach den Verkauf der Tagebücher an den Stern. Seine Entdeckungsgeschichte der Tagebücher bereitete Heidemann zusammen mit Thomas Walde im April 1983 unter dem Aufmacher »Wie Sternreporter Gerd Heidemann die Tagebücher fand« für den Stern auf. Die in einer Kiste verstauten Tagebücher seien nach dem Absturz von einem deutschen Offizier geborgen und sichergestellt worden. Über das weitere Schicksal der vermeintlichen Tagebücher schrieb Heidemann, dass die weiteren Aufbewahrungsorte und Wege der Bücher in den Westen nicht genannt werden könnten, da die Finder die Wahrung ihrer Anonymität zur Bedingung gemacht hätten. Natürlich, logisch, logisch. Klar, klar. Du hast Hitlers Tagebuch geklaut, du willst sicher sein vor den gefährlichen Autoritäten, die, na, wobei Stasi... Die dir zwei Millionen... Die dir 2 Millionen Mark sagen wollen, ja, absolut. Ich will anonym bleiben, ich will dieses Geld nicht. Ich möchte anonym bleiben. Ja. Ich tue das aus höheren Motiven, um die Wahrheit ans Licht zu bringen. Am 27. Jänner 1981 kam es zu einem Treffen zwischen Heidemann und Walde mit Manfred Fischer. Kein Verwandtschaftsgrad. Vorstandsvorsitzender beim Verlag Gunnar und Jahr. Und Jan Hensmann, für den Zeitschriftenbereich zuständiges Vorstandsmitglied bei Gunnar und Jahr. Vorstandsvorsitzender Fischer entschied, dass die Tagebücher für 2 Millionen D-Mark erworben werden sollten und die Chefredaktion über die Tagebücher nicht informiert werden sollte. Die Redaktion des Stern wurde übergangen, um die Recherchen vor der internationalen Konkurrenz geheim zu halten. Es wurde das Geheimprojekt Grünes Gewölbe innerhalb des Stern ins Leben gerufen. Okay, sorry, aber wie benennt man seine Operationen? Warum Grünes Gewölbe? Der Name leitet sich vom Grünen Gewölbe, einer historischen Dresdner Museumssammlung der ehemaligen Schatzkammer der Veltliner Fürsten, ab. Oh mein Gott, ich hätte einfach warten sollen. Nein, nein, das ist voll okay. Grünes Gewölbe. Operation Blaues Wohnzimmer.
Pinke Toilette. So hätten sie es wahrscheinlich. Operation Brauner Keller. Brauner Bunker. Brauner Bunker. BB. Nur ein innerer Zirkel von Verlagsleitung und Mitarbeitern des Ressorts Zeitgeschichte beim Stern war eingeweiht. Am 13. Februar 1981 wurden zunächst 3 Tagebücher für je 85.000 Mark ohne den Erhalt einer Quittung erworben. Ich will schon eine Rechnung für meine Hitler-Tagebücher, bitte. Also, wie soll ich das von der Steuer absetzen? Ich meine. Gut, Hitler-Tagebuch Band 1, 25.000 Mark. Hitler-Tagebuch Band 2, wie viel ist die Mehrwertsteuer? Warte. 20%. Also, können wir das nach. Ich schicke Ihnen. Wir machen das auf Rechnung. Ich schicke Ihnen das nachher. Das wäre doch so geil, oder wenn das rausgekommen wäre, indem sie eine Rechnung an den Stern geschickt hätten für die Hitler-Tagebücher und die Buchhaltungsabteilung. 2 Millionen Mark. 2 Millionen Mark für was? 3-mal Hitler-Tagebücher. Thank you very much. Im späteren Prozess wurde Heidemann vorgeworfen, nur maximal 60.000 Mark pro Band an Kujau bezahlt und den Rest unterschlagen zu haben. Uff. Am 23. Februar 1981 schloss Heidemann mit Vorstandschef Fischer einen Vertrag ab, in dem Heidemann eine Beteiligung an den Lizenzerlösen der Tagebücher zugesichert wurde. Ebenso erhielten Walde und Heidemann exklusive Rechte zur Auswertung der Tagebücher und wurden von der Notwendigkeit befreit, die näheren Umstände der Beschaffung und ihre Quellen preiszugeben. Gott sei Dank. Ja, ich wollte einem Nazi-Memorabilia-Sammler die Yacht von Göring verkaufen, als er mir das Tagebuch gegeben hat. Also habe ich gesagt, oh mein Gott, ich gebe dir sofort 1 Million Mark dafür, natürlich ohne den Verlag zu informieren. In weiterer Folge habe ich dann einen äußerst dubiosen Herrn kennengelernt, der gesagt hat, er hat noch viel mehr von denen und ihm 2 Millionen Mark angeboten, wieder ohne den Verlag zu konsultieren. Und jetzt erzähle ich Ihnen nichts davon. Jetzt erzähle ich dann mal nicht weiter. Ich glaube, ich sehe schon, der Herr Vorstandsvorsitzende schärft gerade eine Axt. Ich danke und auf Wiedersehen, meine Herrschaften. Ja, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Aufwischen in Gang 3. Auf diese Weise wurde jegliche inner- und außerredaktionelle Kontrolle des Vorgangs unterbunden. Am 9. März 1981 reiste Manfred Fischer in die Konzernzentrale nach Gütersloh, wo er Reinhard Mohn, den Vorstandsvorsitzenden der Bertelsmann Verlagsgruppe, traf. Eine der größten Verlage in Deutschland und eine Hurenorganisation noch und noch und nöcher. Es ist schrecklich. Yikes. Mohn wollte Fischer am 29. Juni, Mohns 60. Geburtstag, zu seinem Nachfolger machen. In einem Vier-Augen-Gespräch weihte Fischer Mohn in das Geheimprojekt Grünes Gewölbe ein. Dabei zeigte er ihm ein Dossier Heidemanns und mehrere Bände der Tagebücher. Mohn war fasziniert und sprach von der Sensation des Jahrhunderts. Er hatte keine Fragen und Zweifel zur Echtheit der Tagebücher. Was sind das für Vollidioten? Das Geile ist, das ist jetzt schon der oberste Führungsregel. Ja. Und niemand sagt... Ja, aber sollten wir mal fact-checken, ist das ob irgendwas da stimmt? Kann man das irgendwie untersuchen lassen? Gib dem Mann Geld! Nein, gib ich ihm. Ich will dieses Buch 2 lesen. Millionen für was? Ach, was? Am 13. Mai 1981 beschloss die Redaktion des Stern, dass Heidemann in der Türkei über das Leben des Papstattentäters Mehmet Ali Akçay recherchieren sollte. Da die Verlagsleitung dadurch das Projekt Grünes Gewölbe gefährdet sah, weihte sie nun die Chefredaktion des Stern in das Geheimprojekt ein. Chefredakteur Peter Koch äußerte Zweifel an der Echtheit der Tagebücher. Danke, Herr Koch. Sensible man. Endlich. Oh mein Gott. Um mehr über den Absturz der Junkers 352 mit den Tagebüchern an Bord zu erfahren, fuhr Heidemann am 26. Mai 1981 erneut nach Börnersdorf. Zeugen des Absturzes schilderten ihm, dass die Ladung der Maschine verbrannt sei und nur 2 Flugzeugfenster des Wracks erhalten geblieben seien. Ja, aber ich meine, das muss nichts bedeuten. Überhaupt nichts. Die Tagebücher waren sicher feuerfest. Ja, einerseits das und andererseits kann ja sehr wohl einfach jemand rausgegangen sein, bevor die Maschine abgebrannt ist. Natürlich. Ein Flugzeugabsturz ist normalerweise ein Event, das sich überhaupt nicht auf die physische Gesundheit auswirkt. Vor allem nicht, wenn du aus einem Flugzeug fällst. Nein. Alles gut. Alles easy. Ein paar hundert Meter. Du musst nur abrollen. Passt schon. Kein Grund zu zweifeln. Nee. Am 1. Juli 1981 wurde Gerd Schulte-Hillen neuer Vorstandsvorsitzender von Gruner und Jahr.
Also der Manfred Fischer ist nicht Vorstandsvorsitzender geworden, sondern jemand anderer. Ah. Mhm. Neuer Vorstandsvorsitzender von Gruner und Jahr und kurz vor Amtsantritt von seinem Vorgänger über das Projekt Grünes Gewölbe aufgeklärt. Die Preise für den Erwerb der Tagebücher wurden von Heidemann auf 100.000 und später 200.000 Mark pro Band erhöht. Der neue Vorstandsvorsitzende akzeptierte das Angebot und genehmigte am 6. August 1.000.000 Mark für den Kauf weiterer Bände der Hitler-Tagebücher. Heidemann hatte Schulte-Hillen als Beweis für die Ergiebigkeit seiner Quelle anvertraut, was er noch alles aus Kujaus Werkstatt beschaffen konnte. Die schriftliche Liste umfasste 14 Posten mit den Highlights Hitlers Buch über die Frauen. Oh, Ladies Man. Goebbels Aufzeichnung nach Hitlers Selbstmord. Je ein Hitlerbuch über Friedrich den Großen und König Ludwig II. Von Bayern. Sure, yeah, why not? Und als Nummer 14 Hitlers Oper Wieland der Schmied. Wieland der Schmied. Ja, Herr Hitler hat nämlich auch Opern geschrieben, wie alle das Diktatoren. Wusste ich nicht. Ja. Manfred Bissinger, der die Liste für Schulte-Hillen aufgespürt hat, schreibt: Wer einen solchen Brief bekommt und sich dann immer noch nicht fragt, wer hier eigentlich nicht richtig tickt, dem ist nicht zu helfen. Später veranlasste die Verlagsleitung den Ankauf von insgesamt 62 Bänden für 9,34 Millionen Mark. Holy fuck, dieser Mann hat so viel Geld bekommen. Wieso macht er das weiter? Ich denke mir, nach den ersten 2 Millionen hätte ich mich schon irgendwo abgesetzt, glaube ich, zu der Zeit. Ja, wahrscheinlich. Aber ich meine, wenn du immer mehr angeboten bekommst, wenn er mit allem durchkommt anscheinend. Ja, wirklich. Das ist Nobody gives a shit. Die kaufen das einfach und kaufen und kaufen und kaufen und kaufen und kaufen und kaufen und du denkst, okay, geil. Ja, was schreibe ich als nächstes? 21. Mai 1942. Das Frühstücksmüsli hat mich zu ergiebigen Ausdünstungen verursacht. Das Spiegelei war noch weich. Aber sofort den Koch ins Vernichtungslager deportieren lassen. 1980 veröffentlichte Eberhard Jeckel, der Historiker, dem sie es vorgelegt haben, zusammen mit Axel Kuhn ein Werk über die Frühschriften Adolf Hitlers von 1905 bis 1924. Unter den für das Buch verwendeten Quellen befanden sich insgesamt 76 aus der Sammlung Stiefel, die alle von Konrad Kujau gefälscht worden waren. Im Vorwort des Werkes ist von besonders wertvollen Schriftstücken und von 50, Zitat, teils besonders aufschlussreichen Dokumenten aus Privatbesitz die Rede. Im Oktober des Jahres veröffentlichte der Stern Teile des Buches von Jeckel und Kuhn. Das angeblich 1916 von Hitler verfasste Gedicht Der Kamerad, das vom Stern unter der Überschrift Gereimtes vom gefreiten Haar veröffentlicht wurde, wurde von Anton Hoch als ein Werk von Heribert Menzel erkannt. Der Nazi-Dichter hatte das Werk erst 1936 veröffentlicht, also 20 Jahre nach dem vermeintlichen Erscheinungsdatum. Es konnte also keinesfalls von Hitler stammen, noch von ihm plagiiert worden sein. Daraufhin veröffentlichten Jeckel und Kuhn in den Vierteljahresheften für Zeitgeschichte ihre Zweifel an der Echtheit der Dokumente aus der Stiefelschen Sammlung. Als Reaktion auf Jeckels Rückzieher übergab Kujau Heidemann 2 gefälschte DDR-Gutachten, die beweisen sollten, dass das Gedicht Der Kamerad von Hitler stammte. Heidemann und Walde schöpften keinen Verdacht, trotz massiver Fehler in den Gutachten. Die Behörden, die das Gutachten angeblich angefertigt hatten, gab es zudem gar nicht. Es wird immer schlimmer. Also, warum rufst du nicht an? Warum bemühst du dich nicht zumindest darum, in Erfahrung zu bringen, ob diese Behörde tatsächlich existiert? Du, es ist nur ein behördliches Dokument mit Fehlern. Ich meine, why fact-check anything? Das blinde Vertrauen in diesen Menschen ist baffling. In den 80ern. In den 80ern, ja, wirklich nicht mehr so schwierig war, an Dokumente ranzukommen. Oh, fuck's sake. Oh, je. Im August 1981 schrieb Heidemann an Klaus Barbie, er heißt wirklich Barbie, den Ex-Gestapo-Chef von Lyon, den er 1979 in La Paz getroffen hatte. Ein Ex-Nazi-Chef heißt Barbie mit Nachnamen. Ja.
Klaus Barbie. Oh mein Gott. Yes. Oh mein Gott. Als Heidemanns Brief an Barbie nach Bolivien ging, hatte die Bundesregierung bereits die Auslieferung Barbies beantragt. Also das untermauert die Geschichte von ein bisschen zu eng zum rechten Spektrum. Er hat auch scheinbar eine Werbetour gemacht für diese Hitler-Tagebücher, bei denen er begleitet wurde von einem gewissen Wolf Hess. Dieser Name sagt mir irgendwas, aber ich bin mir ja, nicht sicher. Ja, er war der Sohn von Rudolf Hess, dem Stellvertreter von Hitler. Ah, und hat sich unter anderem auf dieser Tour für die Freilassung seines Vaters ausgesprochen. Also Heidemann, not a good boy. Weird. Als sein Brief nach Bolivien ging, hatte die Bundesregierung bereits die Auslieferung Barbies beantragt. Der Stern-Redakteur ersuchte den gesuchten Kriegsverbrecher um einen dringenden Rat. Er sorgte sich um die Blutfahne der NSDAP, die seit langem in seinem Besitz war. Meiner Meinung nach, Zitat, meiner Meinung nach müsste zumindest diese Reliquie der nationalsozialistischen Bewegung an einem sicheren Ort von zuverlässigen Männern aufbewahrt werden. Zitat Ende. Heidemann hatte engen Kontakt zu dem ehemaligen SS-General Wilhelm Mohnke, der zusammen mit dem SS-Obergruppenführer Karl Wolf Trauzeuge bei Heidemanns vierter Hochzeit 1978 war. Puh. Am 13. Mai, ja, na sicher. Ja, das ja. Ist, wen lädst du zu deiner Hochzeit ein? Wen nimmst du als Trauzeugen? SS-Generäle. Ehemalige SS-Generäle, die aus irgendeinem Grund frei rumlaufen. Am 13. Mai 1981 las Heidemann ihm aus den Tagebüchern vor. Mohnke wies auf sachliche Fehler in den Tagebüchern hin, die ignoriert wurden. Ein Zeitzeuge wird ignoriert. Vor allem ein SS-General, ein Mensch aus näherster Umgebung irgendwie quasi. So erkannte Mohnke beispielsweise falsche Daten über Hitlers Leibstandarte. Heidemann unterrichtete Walde über Mohnkes Anmerkungen, aber beide dachten, dass Mohnke sich irre. Oh, wie, das ist wie, so gut, jetzt sagen ihnen sogar schon ehemalige Nazis, dass das Bullshit ist. Und sie glauben es immer noch nicht. Sie wollen nicht. Einfach so sehr daran glauben, dass es echt ist, weil sie so viel Geld dafür ausgegeben haben. Sie haben so viel Geld dafür ausgegeben. Das ist, wir fact-checken es zwar, aber es ist alles gut. Es wird alles richtig sein. Ja, ist klar. Es sagen uns nur Historiker, ehemalige Nazis, alle möglichen Leute, dass das fake ist. Aber... Fuck it. I don't know. Might as well. Mhm. Am 13. April 1982 traf sich Thomas Walde mit dem Schweizer Kriminalwissenschaftler Max Frei-Sulzer. Er sollte eine Seite aus einem der Tagebücher, dem Hess-Band, auf Echtheit überprüfen. Als Vergleichsschriftstück erhielt Frei-Sulzer ein angebliches Hitler-Dokument von Walde, das allerdings auch von Kujau gefälscht worden war. Alles, was sie haben, ist von diesen Typen. Und es ist alles gefälscht. Ich bin mittlerweile sicher, dass die ganze Nazi-Geschichte von Kujau einfach gefälscht wurde. Es gab gar keine Nazis anscheinend. Die Nazis haben nie existiert. Das widerspricht unserer vorherigen offiziellen Aussage aus der letzten Folge, dass der Holocaust stattgefunden hat. Ups. Ups. Ja. Okay. Du und die Lara, ihr dürft euch das ausdiskutieren. Nein, das passt schon. Der hat stattgefunden. Ja. Das ist, aber holy shit, Alter. Cool. Drei Tage später flog Walde in die Vereinigten Staaten zu dem Schriftexperten Ordway Hilton. Diesen wurden dieselben Schriftstücke wie Frei-Sulzer vorgelegt. Am 11. Mai bestätigte Hilton und Mitte Juni Frei-Sulzer die Echtheit der angeblichen Tagebücher. Das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz verglich die übergebenen Dokumente durchaus mit echten Hitler-Dokumenten, bestätigte aber am 25. Mai 1982 ebenfalls die Authentizität. Der britische Historiker Hugh Trevor Roper, Philipp schüttelt vehement den Kopf. Der britische Historiker Hugh Trevor Roper und sein US-amerikanischer Kollege Gerhard Weinberg bestätigten nach einer Prüfung der angeblichen Tagebücher in einem Tresorraum einer Zürcher Bank ebenfalls deren Echtheit. Auch das Bundesarchiv war zuerst von der Echtheit überzeugt. Niemandem fiel auf, dass einige der Vergleichsschriftproben, die den Gutachtern vorgelegt wurden, ebenfalls aus Kujaus Fehler stammten. Gott, dieser Mann ist ein Enigma.
Er hat vor allem, er hat die ganze Nazi-Forscher-Szene so mit Fakes überschwemmt, dass sie nicht mehr wissen, was echt ist und was nicht. Dieser Mann. Nur das Bundeskriminalamt hielt sein Gutachten bis zum Schluss zurück. Dabei gab es vor der Veröffentlichung genug Zweifel an der Echtheit. Zeitzeugen wie Hitlers Adjutanten Richard Schulze-Kossens und Nikolaus von Below konnten nicht bestätigen, dass Hitler Tagebuch geführt hatte. Im Gegenteil, immer wieder hatten Zeugen geschildert, dass Hitler sich nur äußerst ungern schriftlich festlegte. Ebenso fiel die fehlerfreie Schreibweise auf. Die Tagebücher hatten keine Korrekturen. Aber auch die unterschiedlichen Beschaffungsgeschichten, die Heidemann Trevor Roper auftischte, oder die mit der Zeit immer größer werdende Anzahl an Tagebüchern hätten verdächtig wirken müssen. Waren es zu Beginn der Beschaffungsaktion 27 Bücher, so stieg die Zahl bis zum Schluss auf 62 Ausgaben. Na, more money. Ich meine, ja. Kuja weiß, was abgeht. Voll. Oh, ich habe übrigens noch eins gefunden. Es war unter meinem Sofa. Ja, wer hätte es gedacht? Upsi. 1 Million, bitte. Am 25. April 1983 lud der Stern zu einer internationalen Pressekonferenz in sein Verlagshaus. Yes! An der 27 Fernsehteams und 200 Reporter anderer Zeitungen teilnahmen. Bei dem tumultartigen Ereignis drückte man Sternreporter Heidemann die Tagebücher in die Hände und dieser ließ sich in der Euphorie zum Posieren mit den Tagebüchern hinreißen und ablichten. Am 28. April begann im Stern eine Serie mit dem Titel Hitlers Tagebücher entdeckt. Die Auflage wurde um 400.000 Exemplare auf 2,2 Millionen und der Preis um 50 Pfennig auf 3,50 Mark erhöht. Im Editorial schrieb Chefredakteur Peter Koch, die Geschichte des Dritten Reichs muss teilweise umgeschrieben werden. Nach Kujau. Nach Kujau. Führenden Fake-Historiker. Ich meine, Fischer. Deutschlands. Fischer. Excuse me. Die veröffentlichten Auszüge aus den Tagebüchern zeichneten ein völlig verzerrtes Bild von Hitler, das die Verantwortung in Richtung seiner Gefolgsleute verschob. Beispielsweise notierte Kujau für den 10. November 1938 über die Reichskristallnacht, Zitat: Es geht nicht, dass unserer Wirtschaft durch einige Hitzköpfe Millionen und Abermillionenwerte vernichtet werden. Allein schon an Glas. Sind diese Leute denn verrückt geworden? Was soll das Ausland dazu sagen? Werde sofort die nötigen Befehle herausgeben. Über Georg Elsers Anschlag auf Hitler im Münchner Bürgerbräukeller schrieb Kujau für den 11. November 1939 über Verdachtsmomente gegen die Anstifter in Hitlers nächster Umgebung und meinte damit speziell Heinrich Himmler. Nachdem ich ihm angedroht habe, wegen der Anschuldigungen in Polen, wegen Missachtung meiner Befehle vor ein Parteigericht zu stellen, dieser hinterhältige Kleintierzüchter mit seinem Drang zur Macht, dieser undurchsichtige Buchhaltertyp wird mich auch kennenlernen. Kleintierzüchter. Ja, ja. In einem der nicht veröffentlichten Bände schrieb Kujau, dass Hitler jüdische Siedlungen im Osten geplant habe, Zitat, wo sich diese Juden selbst ernähren können. Natürlich. Sure. Für Rudolf Augstein, zu dieser Zeit Herausgeber des Konkurrenzblattes Der Spiegel, waren die oben genannten Passagen aus den Tagebüchern ein Beleg für deren Fälschung. Bereits am 2. Mai 1983 schrieb er dazu im Spiegel, müssen wir uns diesen Quatsch gefallen lassen? Und ja, das alles sollen wir glauben. Ich meine, bisher haben es alle geglaubt. Naja, alle vom Stern. Ja, sure. True. Aber nein, auch Historiker. Also ja. Auch die Leute, die Fälschungen überprüft haben. Tresorbank, internationale Experten, ja, und trotzdem. Der größte, aber gut, wenn die Vergleichsdinger, die du hast, ebenfalls Fälschungen sind. Natürlich. Was sollst du machen? Biggest heist in history. Kujaus 11. Das ist Borschel, unser Tintenmann. Er kann die überzeugendste Nazi-Tinte auftreiben, die du dir vorstellen kannst. Ist das nicht wahr, Borschel? Ja. Yeah. Ja. Nennt mich Agent Fischer. Ja, Fischers 11 ist er eigentlich. Ja, Fischers oder Oceans Fischers. Oceans Fischers.
Der größte Teil des Inhalts der beiden veröffentlichten Tagebücher war jedoch weitgehend banal. In Band 1 schrieb Kujau beispielsweise von Frauengeschichten Josef Goebbels und einem Erlass, mit dem Hitler seinen Mitarbeitern solche Affären verbieten wollte. Daneben behandelte er viele private Dinge und unterstellte Hitler dabei eine Tablettenabhängigkeit. Der zweite Band befasste sich unter anderem mit dem Flug des Hitler-Stellvertreters Rudolf Hess in das Vereinigte Königreich. Kujau setzte den chronologischen Beginn der Tagebücher auf den 19. November 1932, den Tag der industriellen Eingabe, keine Ahnung, und begann mit den Worten: Ich werde ab sofort meine politischen Unternehmungen und Gedanken in Notizen festhalten, um wie jeder Politiker sie für die Nachwelt zu erhalten. Der Inhalt der restlichen Tagebücher ist bis heute größtenteils unbekannt. Für die Zweitverwertung, verhandelte der Stern mit dem US-Nachrichtenmagazin Newsweek. Die Verhandlungspartner, die sich vor allem für Passagen zum Thema Holocaust interessierten, zogen ihr Angebot jedoch kurz vor Abschluss der Verhandlungen zurück. Das Magazin hatte einige Kopien der Tagebücher erhalten, die Redaktion des Magazins war jedoch nach Aussagen von Stern-Herausgeber Henry Nannen nicht mit der Bearbeitung der Textstellen zu Hitlers Judenpolitik einverstanden. Im Gegensatz dazu war die Londoner Sunday Times vor allem an den Passagen zum Schottlandflug von Hitler-Stellvertreter Rudolf Hess interessiert, der vom Stern auch als erstes freigegeben wurde. Parallel dazu kündigten die französische illustrierte Paris Match und die italienische Panorama den Abdruck an. Am frühen Nachmittag des 6. Mai 1983 meldeten Nachrichtenagenturen, dass es sich bei den Hitler-Tagebüchern um Fälschungen handelte. Was? Nein. Nicht zu glauben. Oh. Es ist ein Skandal. Ich bin erschüttert. Welt. I'm shocked. Shocked! Shocked, Not that shocked. Die Gutachten des Bundeskriminalamts und der Bundesanstalt für Materialprüfung hatten zweifelsfrei ergeben, dass die bei der Bindung verwendeten Materialien erst nach dem Zweiten Weltkrieg hergestellt worden waren. Bei einem Test unter ultraviolettem Licht luminisierte das Papier, wodurch sich sogenannte optische Aufheller nachweisen ließen, die erst seit 1950 bevorzugt zur Papierherstellung in den Textilstoffen eingesetzt wurden. Der britische Forensiker Julius Grant, der zwei Bände der Tagebücher für die britische Sonntagszeitung Sunday Times untersuchte, kam bei seiner Untersuchung von Papierproben zu dem gleichen Ergebnis. Weiterhin ergaben linguistische Analysen, dass der Sprachduktus der Tagebücher nur bedingt dem Hitlers entsprach. Ein Zweitgutachten der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt in St. Gallen bestätigte diesen Befund und fand einen weiteren Beweis für die Fälschung. Unter anderem konnten die Fachleute nachweisen, dass die roten Siegelkordeln mit einem Reaktivfarbstoff eingefärbt waren, der erst 1956 auf den Markt gekommen war. Auch die antike Patina der Bücher erwies sich als nachträglich fabriziert. Oh mein Gott. Ja, das, weißt du? If only we would have done that like a few years ago. Ja, dann hätten wir doch nur diese Dinge offiziell untersuchen lassen von einem Materialexperten, für die wir Millionen von Mark ausgegeben haben. Leave it to the Brits. That's okay. Am nächsten... Oh, we looked at it and it seems like it's fucking fake. It seems like fucking fake. It seems like you bought a bunch of bollocks, Mike. Yeah, it's a lot of money wasted. Am nächsten Tag wurde Konrad Fischer durch Recherchen des Stern als Konrad Kujau enttarnt. No! Als größtes Versäumnis der Redaktion muss angesehen werden, dass die Tagebücher vorschnell veröffentlicht wurden und man das BKA-Gutachten nicht abwartete. Zumindest teilweise kann dies mit dem öffentlichen Druck erklärt werden, der die Verantwortlichen zu einer Veröffentlichung drängte. Ebenso hätte von vornherein auffallen müssen, dass es sich bei dem Monogramm auf den Umschlagseiten der Tagebücher nicht um ein AH für Adolf Hitler handelte, sondern um ein FH. Man zweifelte, nachdem auf diesen merkwürdigen Umstand aufmerksam gemacht worden war, dennoch nicht an der Authentizität der Tagebücher und erfand Erklärungen dafür wie Führer Hitler oder Führer Hauptquartier. Mehrere deutsche Historiker, unter anderem der Kölner Ordinarius Andreas Hillgruber, drängten auf eine chemisch-physikalische Echtheitsüberprüfung durch die Labors des Bundesarchivs in Koblenz oder des Bundeskriminalamtes. Der Stern bezeichnete Hillgruber daraufhin in seinem Editorial als Archiv-Ayatollah, musste sich aber dem Druck fügen. Archiv-Ayatollah? Was? Gerade, dass sie ihn nicht Archiv-Hitler bezeichnen. Nein, das wäre ja gut. Das wollen sie doch nicht. Niemals. Das Witzige ist ja,
und sich der Kujau zurückgehalten hat mit dem verkaufenden Stern, weil ihm der Stern politisch zu links war. Aber offensichtlich ist das nicht so, weil ich meine, die Nazi-Verstrickungen von diesem Heidemann sind jetzt irgendwie jetzt nicht unbedingt geheim. Der hat zwei ehemalige SS-Generäle als Trauzeugen gehabt und die Blutfahne der NSDAP bei sich. Der hat die Yacht von Göring gekauft, wo sogar die Treffen stattgefunden haben. Also, vielleicht wollte er sie ein bisschen ausschlachten, dass sie ihm mehr bieten. Aber ja, genau. Ja, gut möglich. Kujau und Heidemann wurden in Hamburg vor Gericht gestellt und verurteilt. Kujau legte ein Geständnis ab, die 62 Bände selbst geschrieben zu haben. Er wurde am 8. Juli 1985 wegen Betruges in Tateinheit mit Urkundenfälschung zu 4 Jahren und 6 Monaten Haft verurteilt. Ja, weil er die 4 Jahre nur? Naja, ich meine, die Leute sind schon selber schuld. Na eh, aber... Er hat ja nur die Tagebücher geschrieben. 62 Bände? Ich hätte mir gedacht, das ja, hätte schon aber, einen längeren Sentence mit sich, aber... Nein, er hat ja keine offiziellen... also er hat schon offizielle Dokumente auch gefälscht, aber von Behörden, die es überhaupt nicht gegeben hat. Also keine Dokumente von offiziellen Behörden quasi hat er gefälscht. Nur so. Geschichtssachen. Hm. Wenn du Geburtsurkunden oder irgendwas, das die amtierende Behörde ausstellt. Wenn du das fälschst, dann glaube ich, fällt es härter aus. Betrug aber, auch noch, ja. Aber Tagebücher von Hitler zu schreiben und dann kommt jemand daher, so blöd ist, die zu kaufen. Ich mein, ja. Von einer? Oh, na, well. Von einer Zeitungsagentur. Ja, von einem fucking, von einem riesen Verlag in Deutschland. 9 Millionen Mark haben die dafür ausgegeben. wegen Betruges und in Tateinheit mit Urkundenfälschung zu 4 Jahren und 6 Monaten Haft verurteilt. Dabei wurde vom Hamburger Landgericht ein erhebliches Mitverschulden von Verlag und Redaktion als strafmildernd gewertet. Das kommt dazu. Bei Heidemann gelangte das Gericht zu der Überzeugung, dass er von dem Geld, das der Stern zur Verfügung gestellt hatte, einen Betrag in Millionenhöhe nicht an Kujau weitergeleitet, sondern unterschlagen habe. Er wurde zu 4 Jahren und 8 Monaten Haft verurteilt und lebte zeitweise von Sozialhilfe. Ein Thema bei der... Hoffentlich hat er die Yacht nicht verkaufen müssen. Niemals, nein. Was heißt Göring oder Goebbels? Göring. Göring. Nicht Görings Yacht. Nicht Görings Yacht. Vielleicht hat er dort gewohnt dann. Ah, ja, mit Sozialhilfe. Mit Sozialhilfe, ja. Hat er sie abbezahlt. Sozialhilfe. Ein Thema bei der Gerichtsverhandlung war auch die Art und Weise des Erwerbs der vermeintlichen Tagebücher durch den Stern, bei dem es sich nach Ansicht des Vorsitzenden Richters im Falle der Echtheit der Tagebücher um einen Diebstahl gehandelt hätte. Gerd Schulte-Hillen, ehemaliger Verlagsvorsitzender, war, wie alle beim Stern involvierten Personen, der Meinung, dass die Tagebücher rechtmäßig erworben worden seien. Nur leider hatte er keine Quittung. Also. Oh no, fuck! Nach 10 Jahren habe der Stern, so Schulte-Hillen, die Tagebücher an das Bundesarchiv abtreten wollen. Der Verbleib der für den Ankauf der Tagebücher zur Verfügung gestellten 9,34 Millionen Mark wurde auch im Strafprozess nicht geklärt. Warte, tja. Das heißt, Kujau hat es behalten können? Was, nein, man hat nicht nachweisen können, dass diese, also der Stern hat 9,3 Millionen zur Verfügung gestellt. Mhm. Aber die haben sie irgendwie bei Kujau nicht gefunden. Oh, na. Und auch sonst nicht gefunden. Mhm. Waren halt weg, Upsala. Ja. Hoppla, oh, also verloren. Die sind runtergefallen. Ja. Und von der Yacht. Genau. Yes, literally down the drain. Ich habe sie im Klo runtergespült, weil ich mir das als vernünftigere Verwendung dieses Geldes vorgekommen ist, als gefakte Hitler-Tagebücher zu kaufen. Der Stern musste sich für die Veröffentlichung der Fälschung öffentlich entschuldigen. Die Chefredaktion trat zurück. Die Auflage des Blatts fiel massiv. Nach einigen Monaten konnte sie sich jedoch erholen. Ja, ich weiß, das macht dich traurig mit dem Stern. Du hast den so gern gelesen. Ja, nein, er hat die Tagebücher so gern gelesen, der Chester, der kleine Nazi. Ja, kleiner Nazi. Ja, kleiner schwarzer Nazi. Nach einigen Monaten konnte sie sich jedoch erholen, die Auflage. Die Affäre um die Tagebücher haftet dem Stern aber noch heute negativ an. Zudem ist die Affäre neben ZB der Geiselnahme von Gladbeck ein Lehrbuchbeispiel der Medienethik. Um die Veröffentlichung und speziell um die Inhalte der Tagebücher, die Hitler in einem positiven Licht darstellen, gibt es Verschwörungstheorien. So behauptete die britische Autorin Gitta Sereny,
Vier ehemalige SS-Offiziere hätten auf diese Weise versucht, die These zu untermauern, Hitler habe, Zitat, nichts mit dem Mord an den Juden zu tun gehabt und noch nicht einmal etwas davon gewusst. Zitat Ende. What? Mhm. Sereny stellte auch die These auf, dass ein Großteil des verschwundenen Geldes in die Hilfsgemeinschaft auf Gegenseitigkeit der Angehörigen der ehemaligen Waffen-SS, kurz HIAG, geflossen sei. Des Weiteren gibt es die Behauptung Kujaus, er habe im Auftrag des Bundesnachrichtendienstes ein neues Hitlerbild schaffen sollen. Ich glaube diesem Mann irgendwie nichts mehr. I don't know why, but... Das ist ich verstehe nicht, wieso. Ah, nein, also sneaking also, suspicion, call it a hunch. Es kommen noch so geile Geschichten über den Kujau. Robert Harris veröffentlichte 1986 das Buch Selling Hitler über den Skandal. Es bildete die Grundlage für die fünfteilige Fernsehserie Hitler zu verkaufen, mit Jonathan Pryce in der Rolle Heidemanns. Die zweite satirische Verarbeitung des Stoffes erfolgte in dem Film Stonk von Helmut Dietl aus dem Jahr 1992, der eine Oscar-Nominierung als bester fremdsprachiger Film erreichte. Er machte die Akteure, vor allem Kujau, der von Uwe Ochsenknecht gespielt wurde, noch bekannter. Die vom Stern erworbenen Bände lagern bei Gruner und Jahr. Eine Übergabe an das Bundesarchiv in Koblenz wurde im April 2013 angekündigt, ist aber bis heute nicht erfolgt. Je ein Band wurde an das Haus der Geschichte in Bonn und das Polizeimuseum Hamburg abgegeben. Der letzte Band der gefälschten Tagebücher wurde am 23. April 2004 in Berlin versteigert. Ein anonymer Käufer erwarb ihn für 6.500 Euro. Nach seiner Haftstrafe, die ihm nach 3 Jahren 1988 wegen einer Magenkrebserkrankung, ich glaube, ich rudere die ganze Zeit zurück in die 60er Jahre, weil ich nicht glauben will, dass das so kurz her ist. Aber es ist wirklich erstaunlich nah an uns. Ich meine, in den 60ern hätte ich das noch eher verstanden, dass es irgendwie so weit fortgeschritten ist als in den 80ern. Da war noch die Aufarbeitung nach dem Krieg. Genau, da war die Aufarbeitung noch nicht so fortgeschritten und sowas, aber in den 80ern? Come on! Nach seiner Haftstrafe, die ihm nach 3 Jahren 1988 wegen einer Magenkrebserkrankung frühzeitig erlassen wurde, nutzte Kujau seine gewonnene Popularität. So trat er nach der Barschel-Affäre als Fälschungsexperte bei Spiegel TV auf. Ich meine, fair enough. Wenn jemand ein Fälschungsexperte ist, dann der Typ. Dann Herr Kujau. Er zeigte auch Interesse für Politik. Bei der Bundestagswahl 1994 kandidierte er für die Autofahrerpartei. Was? Ja? 1996 stellte er sich in Stuttgart als Oberbürgermeisterkandidat zur Wahl. Dabei entfielen auf ihn 901 Stimmen. Respekt. Ja, Respekt. Er verstarb im September 2000 an Magenkrebs und wurde auf dem evangelischen Friedhof seiner Geburtsstadt Löbau im Landkreis Görlitz beerdigt. Bis kurz vor seinem Tod im Jahr 2000 arbeitete Kujau vorwiegend als Maler in seinem Atelier, in dem er Original-Kujau-Fälschungen offiziell verkaufte. Hierbei handelt es sich um von Kujau gefälschte Bilder von Malern unterschiedlichster Epochen und Stile, die neben der jeweiligen Künstlersignatur auch den Schriftzug Kujau tragen und somit keine Fälschungen im rechtlichen Sinn darstellen. Diese Werke wurden bei Sammlern so beliebt, dass sie wiederum gefälscht wurden. What the fuck? Okay, er macht originale Fälschungen von Originalen und die werden dann gefälscht und auch verkauft. Ab 2006 tauchte beim Internet-Auktionshaus eBay eine Flut von gefälschten Kujau-Fälschungen auf. Laut Staatsanwaltschaft sollen Erlöse von bis zu 3.500 Euro pro Bild erzielt und ein Gesamtschaden von mehr als 550.000 Euro verursacht worden sein. Yikes. What the fuck? Hey, schau dir meine neue Originalfälschung an. Ah, mein Lieber, da hast du dich reinlegen lassen, das ist eine Fälschung. Ja, ich weiß, dass es eine Fälschung ist. That's the point. Nein, ich meine, das ist eine gefälschte Fälschung. Wait a second. Verschwind aus meinem Haus. Don't ever talk to me again. 2010 wurden die verantwortliche Verkäuferin, nach eigenen Angaben eine weitläufige Verwandte Kujaus, der glaube ich genauso wenig wie ihm, und der Lebensgefährte vom Landgericht Dresden wegen Betrugs in 40 nachgewiesenen von zunächst 301 angeklagten Fällen zu einer Freiheitsstrafe von je 2 Jahren auf Bewährung und gemeinnütziger Arbeit verurteilt. Warte, von je 2 Jahren pro? Pro Person. Pro Person. Ja. Viele der betroffenen Käufer gaben vor Gericht an,
sich von den erworbenen Bildern dennoch nicht trennen zu wollen. Eine dieser gefälschten Fälschungen, ein Gemälde im Stil Gustav Klimts, befindet sich im Fälschermuseum Wien. Es gibt ein Fälschermuseum. Es gibt ein Fälschermuseum. Oh mein Gott. Warum ist das nicht voll mit Kuriosachen? Ich meine, maybe it is. You wouldn't know. Yeah. Warte mal, ist das eine Original-Kujau-Fälschung? Ich weiß nicht. Puh, who cares häng's at this einfach, point? Häng's einfach auf und gib ihm eine Million dafür. Das war die Geschichte der Hitler-Tagebücher. Oh mein Gott, Paul. Also, hast du die Geschichte gekannt? Also generell? Nein, ich habe noch nie von irgendwas davon gehört. Du hast noch nicht gewusst, dass es überhaupt... Wow, okay. Nein. Ja, ja, ja. Nein, ich habe gewusst, dass es irgendwie eine Zeit lang diese... Dass es die Affäre gegeben hat und dass der Stern das eben gekauft hat und publiziert hat und sich als Fälschung herausgestellt hat. Aber diese Geschichte, Alter. Oh mein Gott. Gott, also ich muss sagen, dieser Kujau hat wirklich Big Dick Energy. Holy also, shit, oder? Balls of fucking Steel. Vor allem, dass er nicht nur die gefälschten Tagebücher, sondern auch Schriftproben zum Vergleich, die er irgendwie an die zuständigen Experten schmuggeln kann. Also das ist so gut, einfach den Markt so überschwemmen mit Fakes, dass niemand mehr weiß, was los ist. Der Typ, großartig. Oh wirklich Gott. Fucking großartig. Außer, dass er vielleicht ein bisschen zu sehr Hitler gemocht hat, nach dem, was er geschrieben hat. Und so, nein. Ja, aber, naja. Oh well. What can you do? He's dead. Ja, ja, er ist dafür an Magenkrebs gestorben. Also, ja, haha. Haha. Ha. Hättest du nicht so gehitlert. Was ist dein Takeaway von der Story? Mein Takeaway? 80er waren crazy. Mhm. Kujau ist ein harter Motherfucker und Bindel, wie hat der Typ geheißen? Gundelfinger. Gundelfinger. Gundelfinger wird mein neuer Nachname. ich meine, wenn ich jemals einen Menschen namens Gundelfinger kennenlerne, ich muss diese Person heiraten. Es ist mir egal, ob's in mein Schema passt, dass es eine Frau ist. Es ist mir egal, ob es ein Mann ist. Es ist mir egal, welches Geschlecht diese Person hat. Wenn es eine Person ist, wenn es eine Pflanze ist, die Gundelfinger heißt. I don't give a shit. I want to marry this thing. Sehr gut. Ja, best. Philipp wird, um den Namen Gundelfinger annehmen zu können, die Regeln der Ehe weiter erweitern in diesem Land. So. Is a man not entitled to marry his plant? I say he is. If the plant's name is Gundelfinger. If the plant's name is Gundelfinger, otherwise it's gross. It's just a fucking plant. It doesn't have a name. You don't have a name. You don't have a name. Palm tree. Oh no. Yeah. Ich meine, maybe ich könnte mir einfach mein Passport fälschen, wenn ich ein bisschen Kujau studiere. Stimmt, ja. Huh? Das ist ja, leider kannst du ihn nicht mehr von Kujau fälschen lassen. Ja, genau. Reichsausweiskarte. Philipp Gundelfinger. Warten Sie, Sie sind 1993, 94? 96. Sie sind 1996 geboren? Ja. Dieser Ausweis wurde angeblich 1952 ausgestellt. Warum überhaupt 1952? Die Nazis waren längst nicht mehr an der Macht 1952. Wissen Sie was, Herr Gundelfinger, schönen Tag. Alles Gute. Hier haben Sie eine Million. Hier haben Sie eine Million Euro. Eine Million Mark. Und Sie haben nicht zufällig noch ein Hitler-Tagebuch irgendwo rumliegen, oder? Warten Sie. Ah, gut, dass Sie fragen. Ausgezeichnet. Ich hätte noch 62 Stück auf Lager. Helmut, den Leitartikel aufsetzen. Bring den Koffer mit den Reichsmark. Ich meine Mark. Ich meine Deutschmark. Ich meine Deutschmark. Euro. Ah, fuck, ja. Shit. In dem Sinn, frohe Hitler-Tagebücher und bis zum nächsten Mal. Miau.